Wunderschönen guten Tag zusammen hier zur US-Eröffnung und das Ganze natürlich hier mit zusammen mit Thorsten Eberhardt von Options for Winners im Webinar Praxis mit Optionen. Mein Name ist Florian Scharschmidt und ich darf Sie ganz herzlich im Namen von FX Flat hier heute begrüßen. Ich bin gespannt, was der Markt heute bringt und was der Thorsten daraus macht. Vielleicht gibt es ja auch am Ende einen kleinen Live-Trade. Wir wissen es noch nicht. Aber bevor ich hier das Wort und den Bildschirm übergebe an den guten Thorsten, einmal der obligatorische Risikohinweis, denn Sie kennen es alle. Das Webinar dient natürlich wie immer nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Bitte nichts davon als Handelsempfehlung oder Anlageberatung sehen. Vollkommen egal, was der Thorsten erklärt, was er für Strategien analysiert, was er für einen Live-Trade machen sollte. Am Ende müssen Sie Ihre eigenen Entscheidungen treffen. Wichtig. Okay? Gut. Risikohinweis check. Begrüßung check. Dann würde ich sagen, Thorsten, free to go. Ich gebe dir mal hier die Moderationsrechte, sage dir auch, ob man den richtigen, ja, Trading View, das sieht doch gut aus. Super, ja, danke, danke Flo, für die nette Einleitung. Ja, wir starten heute wirklich an einem Tag. An dem Tag ist einiges los, also einiges an Terminen in den USA finden heute statt. Und ganz wichtig, heute Abend um 19:30 Uhr mitteleuropäischer Zeit, da redet mal wieder der gute Jerome, also der Jerome Powell von der Fed. Und da sind wir natürlich immer wieder gespannt, was dann passiert. Also das ist definitiv so, dass ich eine bestimmte Auswahl an Strategien an solchen Tagen vermeide. Ja, das empfehle ich auch. Wir gehen da später noch drauf ein und dass man natürlich dann auch mit solchen Risiken kalkuliert. Wir fangen immer mit dem Markt an. Das heißt, wir gucken uns an, wie ist der Markt zurzeit aufgestellt. Und für mich ist der Markt sozusagen der S&P 500. Hier sehen wir die Trading View, hier sehen wir den SPX, also den S&P 500 Index. Und all jene, die mich vielleicht schon ein wenig länger verfolgen, bei mir im Club sind, bei mir im Coaching waren oder eines dieser Produkte auch käuflich erworben haben, kennen den O4W Best Indikator, eine ganz einfache Geschichte. Also man muss diesen Indikator nicht besitzen, um die gleichen Auswertungen zu machen. Er basiert auf 4 bzw. 5 Subindikatoren und anhand der Kerzenfarbe sehe ich, ob es eher bullisch aussieht, wenn es grün ist, bärisch, wenn es rot ist und weiß, wenn es eher neutral ist und der Markt sich überlegt, werde ich jetzt wieder bullisch oder werde ich jetzt wieder bärisch. Ja. Das ist sozusagen hier an den Kerzenfarben zu erkennen und der Wechsel, der wird hier auch mit Open und Close signalisiert. Wir sind jetzt hier auf Tageschart, das heißt, ich gehe mal hier ein bisschen größer und dann sehen wir, wir haben ja erst gerade eröffnet, also die Börse hat ja gerade erst eröffnet und die Kerze ist jetzt weiß. Es ist heute wirklich ein Tag voller Spannung und wir müssen natürlich gucken, was wir hier machen. Long story short, wenn ich die Situation wie jetzt betrachte, ja, also hier in der Mitte, da haben wir die EMA 20, also der exponentielle gleitende Durchschnitt der letzten 20 Kerzen, in dem Fall der letzten 20 Tage. Darunter ist die EMA 50. Wir sind hier drüber. Die EMA 20 oberhalb der EMA 50, das ist auch eher bullisch. Und hier würde ich jetzt beispielsweise auch in meinen Brot- und Butterstrategien gehen. Das heißt, ich suche mir jetzt Werte raus, auf die ich bullish trade. Was heißt jetzt bullish traden als Optionshändler? Das kann jetzt in dem Fall natürlich ein Short Put sein. Ja, das mache ich aber auch nur, wenn der Kurs ein wenig niedriger ist des Underlyings. Ja, weil die Gefahr ist halt natürlich auch groß, wenn es mal gegen einen läuft, dass man diese Werte dann auch ins Depot bekommt. Ja, wir wissen ja, bei einer verkauften Put-Option, ja, wenn ich jetzt hier eine verkaufte Put-Option mache und der Kurs durchbricht hier den Strike, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass am Ende der Käufer der Put-Option mir als Verkäufer sagt: Pass mal auf, du kriegst jetzt die 100 Aktien. Ja, eine Aktienoption hat 100 Aktien. Also wir reden jetzt hier auch von amerikanischen Aktienoptionen vorrangig. Und das würde ich dann
zu dem Kurs des Strikes in mein Depot bekommen. Ja, das wäre jetzt hier in dem Fall, würden wir das jetzt hier auf dem SPX bei 3.800 machen, dann würde ich zu 3.800 100 Stück ins Depot bekommen. Ja, und dann kann man sich natürlich vorstellen, das kann sehr, sehr, sehr schnell ungemütlich werden. Wenn man das als Cash-Secured-Put macht, dann heißt das ja, man hat das Cash sozusagen im Depot und man ist auch willig, dieses Underlying zu diesem Strike zu bekommen. Andernfalls empfiehlt es sich, und das nicht nur aufgrund des Risikos, dass sich der Markt drehen könnte, beziehungsweise dass der Trade gegen einläuft, sondern natürlich auch aus Margin-Gesichtspunkten. Ja, also was ist nochmal Margin? Wir müssen ja bei unserem Broker, ja, hier bei der FX Flat, die verlangt sozusagen einen gewissen Pfand. Ja, und das ist natürlich alles risikokalkuliert. Und wenn Sie sehen, dass das Risiko doch sehr groß ist, dann wird auch mehr Margin verlangt. Ja, die Margin ist unser Werkzeug und wir haben ja nur eine begrenzte Anzahl an Margin. Ja, und wenn ich für einen Trade, sage ich mal ganz platt, meine komplette Margin verschwende, kann ich ja sozusagen nur diesen einen Trade machen, was ja schlussendlich wohl nicht wirklich effizient ist. Deshalb empfehle ich auch immer, bei der Eröffnung, wir gehen gleich noch in die Trader Workstation, bei der Eröffnung eines Trades auf die Margin zu achten. Ja, was für eine Margin ist erforderlich? Und es könnte natürlich sein, wenn ich jetzt ein großes Konto habe und ich bin ganz, ganz sicher, der Kurs geht nach oben und ich will unbedingt diesen nackten Trade hier machen, würde ich trotzdem empfehlen, ganz weit aus dem Geld mal zu gucken, wenn ich jetzt eine gekaufte Put-Option dazu nehme, die vielleicht, weiß ich nicht, ein paar Cent, ein paar Dollar kostet, ob dann die Margin viel weniger sein wird. Und wenn das der Fall ist, ist das natürlich ein effizientes Margin-Management. Also das immer ganz, ganz wichtig, dass das nicht nur betrachtet wird aus dem Risiko, also was mich im schlimmsten Fall treffen könnte, sondern natürlich auch aus der Betrachtung, ist dieser Trade, diese Prämie, die ich bekomme, in Relation zu der Margin, die ich hinterlegen muss, ist das okay? Ja, das wäre natürlich dann fatal, wenn man so gut wie keine Prämie bekommt, aber eine exorbitante Margin hinterlegen muss. Ja, das war häufig der Fall oder ist also auch häufig der Fall bei hochvolatilen Titeln. Ja, das nicht umsonst sind die erstmal hochvolatil. Ja, das hat natürlich einen Grund. Ne? Wir wissen ja, eine hohe Vola bedeutet ja auch immer eine gewisse Panik. Das hat natürlich aber auch eine Folge, und zwar eine Folge auf die Margin, die man hinterlegt, weil der Broker, der ist ja auch nicht dumm, ja, der sagt ja auch nicht von wegen, wenn ihr jetzt, ich nehme es jetzt mal GameStop, das ist ja wahrscheinlich vielen präsent, da war die Margin ja manchmal mal zeitweise mega, mega hoch, ja, dann sagt der Broker auch, wenn du jetzt hier einen Short Call machst, ja, dann musst du halt das, weiß ich nicht, 30-fache der Prämie, die du bekommst, hinterlegen. Und dann muss man sich wirklich überlegen, okay, ich kriege zwar eine sehr hohe Prämie, ja, weil die Vola ist ja hoch, die Vola ist ja ein Bestandteil der Prämie, ja, also je höher die Vola, umso höher ist sozusagen auch die Prämie, auf der einen Seite richtig, auf der anderen Seite aber auch, wenn ich so viel Margin hinterlegen muss, dann sage ich ganz ehrlich, ist der Verdienst für mich nicht ausreichend, weil ich sehe es immer aus der Brille Rendite, Risiko. Ja, also das Profil, das muss schon stimmen. Ja, also wenn das nicht stimmt, dann ist das etwas, was ich dann auch weglasse. Ja, und das vergessen halt dann viele, besonders jene, die anfangen zu traden. Jetzt ist natürlich immer wieder die Frage, wie kriege ich denn die Margin überhaupt zu sehen, beziehungsweise wie kann ich die eigentlich anzeigen lassen? Und ich zeige es jetzt hier mal, ich bin jetzt hier im Paper Trading und da gibt es sowas wie das Trader Dashboard, Anzeigen Trader Dashboard, und hier ist noch nichts eingestellt. Ich klicke jetzt mit der rechten Maustaste drauf, ich konfiguriere, und was ich jetzt einfach mal mache, ich hole mir ein paar Daten hinzu, ja, die mir dann zeigen, Margin, Netto-Liquidierungswert und ja, sogar die Auslastung beziehungsweise den Puffer, den ich noch habe. Und das machen wir jetzt mal. Kontodaten hinzufügen. Ich ziehe das hier ein bisschen größer und dann nehme ich jetzt mal hier Netto-Liquidierungswert hinzu. Ich nehme den Mindesteinschuss dazu und last but not least kann ich noch die Cashen. Ja. Alles drei nehme ich dazu. Die beiden anderen,
Die bewege ich jetzt mal hier wieder schön weg. Die lösche ich und das mache ich jetzt mal, ziehe ich nach unten bewegen, nach unten übernehmen, okay. Ich habe jetzt hier ein relativ großes Konto, ja, also dieses Paper-Trading-Konto ist ja, war mal bei 1 Million, ist jetzt ein bisschen weniger, aber wie gesagt, Paper-Trading ist nur ein Demokonto, ist kein reales. Und das, was man jetzt hier sieht, das ist die Cushion oder Cushion, ja, das ist ein Polster, das ist das, was ich noch sozusagen an Luft habe. Das Gegenstück dazu ist die Auslastung, das heißt, wenn ich jetzt von der 1 die 99 abziehe, 5, 7, 1, 2, wir machen es mal heute ganz genau. Dann habe ich zurzeit eine Margenauslastung von 0,42%. Ja, das kann man hier sehen. Das heißt, hier auf gut Deutsch 99,5% Puffer habe ich noch, 0,5% habe ich noch frei. Ja, und daran kann man halt immer schön erkennen, wie die Margenauslastung ist. Das heißt, wenn man mich jetzt fragen würde, wie hoch ist die Margenauslastung, dann würde ich jetzt sagen, bei 0,43%, das ist die derzeitige Margenauslastung. Und da sollte man drauf gucken, dass man nicht überlastet, also dass man die Margen nicht zu sehr auslastet. Und warum? Die Margen ist dynamisch. Ja, ist ja logisch, der Markt ist dynamisch und die Margen dementsprechend auch. Die Margenauslastung, die bezieht sich auf den Nettoliquidierungswert. Das ist ja sozusagen das, was ich schlussendlich habe, wenn alles liquidiert wird. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite haben wir den Mindesteinschuss. Und der Broker kann auch die Margen ändern. Ja, also ich habe es persönlich mal erlebt. Das war bei einem interessanten Öltrade. Ich glaube, da hat sich die Margen vervierfacht. Also das ist alles möglich. Und um das natürlich zu umgehen, weil eins wissen wir ja, wenn der Markt jetzt sich nach unten entwickelt, also wir haben jetzt nochmal, die Margenauslastung war jetzt hier der Mindesteinschuss ME durch den Nettoliquidierungswert. Ja, das ist die Margenauslastung. Wenn der Markt nach unten geht, dann steigt ja schon mal automatisch die Auslastung. Und wenn der Markt nach unten geht, geht häufig auch das hier hoch. Ja? Und das muss man dann sozusagen immer auf dem Schirm haben, dass man schon vorab nicht zu viel auslastet, sondern solche in Anführungszeichen Eventualitäten natürlich auch mit berücksichtigt. Und wir bei uns jetzt hier in dem Club, wo wir auch regelmäßig traden. Wir gehen da sehr, sehr restriktiv vor. Restriktiv heißt in dem Fall, wir sind sehr zurückhaltend, was die Margenauslastung angeht. Und ich würde jetzt hier bei dem Club-Konto keine Margenauslastung als höher 30% nehmen. Höher 30% würde dann andersrum heißen, hier würde dann 0,7 stehen, aber kleiner als 0,7 darf es nicht sein, ja, weil ich die Margenauslastung bis 30% lasse. Das heißt auf gut Deutsch, ich will Minimum 0,7, also 70% Polster, Cushion haben. Ja, immer wichtig. Man kann im Nachhinein natürlich auch immer angucken oder sich anschauen, wie ist eigentlich die Margin von diesem jeweiligen Trade. Das kann man natürlich machen. Und da geht man einfach hier drauf, auch mit der rechten Maustaste auf den Trade, klickt nach unten, Finanzinstrumente Info und dann geht man hier Margin Auswirkung anzeigen und dann sieht man schon hier die Margin, die ist jetzt hier negativ in Anführungszeichen gewesen. Wenn wir uns jetzt hier nochmal beim VIX Call das angucken, können wir uns hier auch nochmal angucken, also hier wird es wohl nicht angezeigt, gehen wir mal ins Club Depot, da ist es vielleicht, da sehen wir hier auch, wir sind jetzt bei 17% Margin Auslastung. Nehmen wir mal unseren 7-Tage-Trade. So, da sehen wir das. Also von wegen, wir hätten hier eine Margenauslastung sozusagen von 1434. Ja, das wäre die Margen, die wir für diesen Trade benötigt haben. Ja, für diesen 7-Tage Iron Condor, den wir aufgesetzt haben. Ja, also das ist wichtig, dass man sich damit beschäftigt und am besten dann, wenn man den Trade eröffnet, ja, dass man immer dann sich die Margin auch anzeigen lässt und dann auch schlussendlich
ungefähr weiß, ja, wie kommt jetzt eigentlich die Auslastung? Hier sind es ja ungefähr Auslastung von 16%. Wie kommt die zustande? Ja, wo ist vielleicht ein Störfaktor, der sehr viel Margen braucht? Ne? Das kann man sich natürlich auch angucken. Hier haben wir beispielsweise einen Trade auf Weizen. Ja, das sind Optionen auf Rohstofffutures. Kann man sich dann hier auch noch mal kurz angucken. Und da sehen wir von, das waren 444. Ne, das ist okay. Ja, also kann man sich dann überlegen, ob das in Ordnung ist oder nicht. Ich würde immer bei Spreads sagen, dass die Prämie zur Margin 1:4, das heißt, die Margin sollte im Schnitt maximal das Vierfache von der Prämie sein, die man im Stillhalter sein vereinnahmt hat. Ja, das ist so eine Pi mal Daumen-Regel. Ja, muss man sich jetzt auch nicht zu sehr darauf festnageln, aber so sollte es dann ungefähr sein. Gehen wir aber mal wieder zurück. Wie gesagt, ich gucke mir den Markt an. Ich habe jetzt hier in dem auch die EMA 20, die EMA 50. Es sieht für mich noch alles bullisch aus auf Tagessicht. Und das bedeutet für mich, dass ich meine Trades, die jetzt nicht so kurzfristig sind, also nicht die Trades, die 7 Tage sind, sondern die Trades, die halt 30 Tage und aufwärts sind, dass ich die dann halt eher bullisch nehme. Ja, und wie finde ich bullische Titel? Da gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten, wie man bullische Trades, bullische Potenziale sich anzeigen lassen kann. Ich mache das halt auch gerne hier in dem Aktienscreener von der TradingView. Ja, das sind auch Filter, die habe ich auch mal gezeigt. Das ist halt entsprechend meiner O4W Best Indikator Einstellung. Und dann habe ich halt hier immer welche. Ich meine, Alibaba ist jetzt nicht gerade das beste Beispiel, aber es war halt hier auch. Die China-Aktien sind wieder halbwegs gestiegen. Ja, und dann hatte man, hier waren ja die Earnings. Dann kam ja jetzt hier die Covid-Proteste in China. Aber trotzdem, die Kurse sind ordentlich abgegangen. Ja, also das kann man dann schon sehen. Also als Unterstützung würde ich immer die Chartanalyse nehmen. Und wir dürfen eins nicht vergessen, wir sind Terminhändler. Ja, wir haben Termine. Das ist jetzt nichts, was wir... Ja, wir heiraten ja die Werte nicht. Ja, also das ist ja in Anführungszeichen nur eine kurze Beziehung, die wir da haben. Und da würde ich natürlich auch, wenn es um den Income, also wenn es darum geht, durch das Trading Prämien zu vereinnahmen, nicht einen allzu großen Aufwand machen. Ich würde trotzdem auf manche Dinge achten. Wir haben es jetzt im Club auch teilweise nicht gemacht. Ja, also ich würde zum Beispiel Werte ausschließen, die milliardenschwer sind, aber weniger als 1000 Mitarbeiter haben. Ja, sehr volatil. Oder vielleicht Werte, wenn es jetzt keine Wohler-Strategien sind, ja, sondern Strategien für die ruhigen Nerven, ja, dann würde ich vielleicht auch nicht Werte nehmen, wo die Wohler über 100% ist. Also ich rede jetzt von der impliziten Volatilität. Ja, also das ist halt dann immer die Frage, was man halt macht. Und ich habe ja auch schon, das habe ich ja auch dankenswerterweise auf der Frankfurter World of Trading am Stand von FX Flat vortragen dürfen. Da ging es ja um die Diversifizierung. Da ist es halt dann auch immer wichtig, dass man natürlich hier und da auch diversifiziert. Und viele, viele fragen mich immer, wie viel verdient man eigentlich mit dem Optionshandel? Die Antwort, die kann man natürlich nur unschwer, die kann man ja nicht einfach, sage ich mal so, beantworten. Es kommt ja immer drauf an. Und die Frage ist ja auch nicht, wie viel ich verdiene, sondern die Frage ist ja von wegen, wie viel du oder wie viel ihr verdienen könnt. Was ich immer machen werde, und das hat jetzt auch was mit Praxis, mit Optionen zu tun, und ich habe das auch im letzten Clubtreffen, habe ich das hier auch nochmal kundgetan. Es soll ja schlussendlich so sein, dass man immer eine Stufe höher geht. Ja, so sollte sich im besten Fall das Depot entwickeln. Ja, wenn wir jetzt hier sagen, hier ist Januar und hier ist Dezember, ja, dass man immer irgendwas hat und was verdient. Ich würde da so vorgehen, wie man als Unternehmer vorgeht. Ja, das heißt, dass man plant, Umsätze planen. Ne? Unternehmen, ne? Größere Unternehmen, die machen immer regelmäßig eine Umsatz- und Absatzplanung. Und das ist natürlich hier auch wichtig, dass man dann halt überlegt, wie viel kann ich eigentlich verdienen? Und wenn ich was verdienen möchte, dann muss ich natürlich auch eine Erwartung äußern. Ja? Das heißt, wir müssen mit Erwartungen hier arbeiten. Und wenn wir jetzt hier einfach sagen, wir haben die Erwartung, dass wir jeden Monat 1% verdienen, ja, dann sind wir schon mal einen Schritt weiter. Ich rede jetzt 1% von dem
Depot. Ja, nehmen wir jetzt mal als Basis den Nettoliquidierungswert. Wenn wir jetzt ein 30.000er Depot haben, dann hieße es, $300 ist das, was ich erwarte im Monat. Ja, das ist mein Anspruch. Und den will ich auch irgendwie erreichen. Und dann kann man sich natürlich überlegen, wie man das schafft. Es gibt zwei Möglichkeiten vorzugehen. Man kann auf der einen Seite mit vergangenen Trades das mal anschauen, wo man vielleicht noch ungeplant vorgegangen ist. Ja, will damit sagen, man hat Trades gemacht, den Trade, den Trade, den Trade, hat sich eigentlich keine Gedanken gemacht. Man hat einfach planlos darauf rumgetradet, hat aber trotzdem eine gute Performance erreicht. Und da kann man halt mal gucken, von wegen, ob man da vielleicht doch in den vergangenen Trades eine Struktur erkennt, ja, die ich verwenden kann für diesen Plan. Wenn ich zum Beispiel jetzt gemerkt habe, ich mache jede Woche im Monat, ne, also wir haben jetzt hier den Monat, das ist jetzt dann der Dezember, weil das ist jetzt der kommende Monat, ist der Dezember. Ich habe jede Woche im Schnitt $150 für die Eröffnung eines 7-Tage-DTIs auf den S&P 500 bekommen. Ja, und ich bin immer rausgegangen mit $75. Und das habe ich wöchentlich geschafft. Dann wäre ich ja schon bei 75, die kann man dann verplanen. Ja, dann wäre ich ja jetzt hier auf gut Deutsch schon bei 280. Wenn man 280, richtig, nee, 300, dann wären wir schon bei diesen theoretischen 1%, wenn das jetzt ein 30.000er Depot wäre. Wenn man jetzt aber sagt, von wegen, ich habe beispielsweise im Schnitt von diesen 80% oder nehmen wir mal 75% Trefferquote und einer nicht, ja, dann kann man vielleicht mal einen rausnehmen. Dann wären wir jetzt bei 225. Und so geht man dann nach und nach vor, dass man auf jeden Fall schon mal ein Gefühl dafür bekommt, wie man planmäßig die Trades aufsetzen kann, um schlussendlich auch die erwartete Zielprämie zu erreichen. Ja, ganz wichtig, ganz wichtig. Und ich habe es ja schon mal gesagt, ich habe ja diverse Freunde, die sind Autoverkäufer und von denen kann man auch viel lernen. Also nicht viel lernen, was jetzt Optionshandel angeht, sondern wie die halt umgehen. Die haben halt auch. Ich habe einen Freund, der sagt zu mir, da muss mindestens ein Auto pro Woche verkaufen. So, und was macht er dann, wenn er die 4 Autos verkauft hat im Monat? Dann ist er erstmal in Anführungszeichen mit seiner Zielerwartung, die Zielerwartung hat er erreicht, das ist das Erste. Und das Zweite, was er macht, er guckt sich zum Zeitpunkt, wo die Zielrendite jetzt in dem Fall erreicht ist, schon mal an, was kann man schon für den nächsten Monat vorbereiten. Ja, ganz wichtig. Wir wollen sozusagen immer erstens unser Ziel erreichen, das ist gut fürs Ego. Und zweitens nicht am Ende des Monats das Ganze, was man bis dato verdient hat, auf eine Karte setzen. Ja, so, das ist etwas, was ganz wichtig ist. Dann kann man, wie lieber sagen, wenn man in einem sehr ungemütlichen Markt ist, der Markt momentan ist nicht einfach. Das ist ja wirklich hier so ein richtiges Ping-Pong-Spiel. Ja, wenn man das hier sieht, das ist natürlich nicht einfach. Und da muss man halt überlegen, wie geht man damit um? Wenn das jetzt hier zu kritisch wird, aber ich habe schon das Geld verdient, was ich verdienen wollte, dann könnte man natürlich auch sagen, dann lege ich mich zurück und warte bis zum Anfang des nächsten Monats und ich gucke es mir dann an. So, das ist das Erste. Weiterum ist auch wichtig, wenn wir jetzt sehen, wir haben 1, 1, 1, 1 und am Ende wollen wir die 12. Ja. Hat man beispielsweise die 12%, das ist ja das, was dann im Jahr geplant ist, schon hier erreicht, ja, nach 10 Monaten, dann kann man natürlich auch überlegen, wie gehe ich jetzt weiter vor? Lasse ich die Finger davon oder, das ist meine Empfehlung, ich gehe das Ganze, was ich vorher gemacht habe, eine Risikostufe runter. Ja, das heißt, ich gehe einfach mit dem Risiko ein bisschen runter. Ich will hundertprozentig diese 12 haben und alles, was dazu kommt, ich bin happy. Ich bin wirklich happy darüber. Und deshalb, weil ich darüber happy sein will und nicht am Ende nicht die 12 erreicht haben werde, oder nicht, ich möchte die unbedingt erreichen, ja, und ich will mir das am Ende nicht versauen, gehe ich einfach eine Stufe runter. Das ist halt wichtig, weil ganz viele, es gibt so viele Leute, die sind so gut in der Theorie, auch in der Praxis, die kriegen es aber auf gut Deutsch nicht hin, dauerhaft Prämie zu erzielen. Dann verzocken, dann haben die halt eine Überrendite die ersten 3 Monate.
Und in den letzten 9 Monaten haben sie es halt geschafft, das ganze Jahr zu versauen. Und das ist nicht gut fürs Ego. Wozu führt es denn? Es führt zu emotionalen Handlungen. Und emotionale Handlungen bedeuten dann auch, dass man am Ende noch eine Risikoschippe drauflegt, um schlussendlich das, was man vorher versaut hat, vielleicht sogar durch ein falsches Risikomanagement noch reinzuholen. Und dann ist es meistens so, dann fällt das Kind wirklich ganz tief in den Brunnen und dann kriegt man es gar nicht mehr raus. Und dann steht man da und dann quittiert man, dann sagt man Ende, ich habe keine Lust mehr, Börse ist schlecht, da verdienen ja sowieso nur 10%. Und dann gibt man die Schuld allen anderen. Nee, würde ich so nicht machen. Man kann mit den Optionen, und da sind wir auch wieder bei dem Thema, immer irgendwie ein bisschen Geld verdienen und man kann es, und das ist doch das Schöne, weil wir nicht direktional jetzt traden, auch besonders nicht als Stillhalter. Wir sitzen ja nicht hier zwingend an dieser Kerze, an diesem Kurs fest, sondern wir können natürlich auch sagen, pass mal auf, ich finde Alibaba ganz interessant, die Vola ist jetzt ein bisschen höher, das ist natürlich schön für mich auf der einen Seite, wenn ich sehe, Alibaba selbst hat gute Zahlen, klar ist natürlich schlecht, was China da jetzt macht mit der Null-Covid etc., aber ich gehe trotzdem mal mit einem Schritt rein und sage, ich verkaufe hier eine Option bei 60. Weiß aber auch schon vorher, wann ich wieder rausgehe. Ja? Und das ist halt auch wichtig, dass man das nicht zu statisch, sondern auch dynamisch sieht. Der Markt ist dynamisch und es ist hochgradig gefährlich, wenn man das alles zu statisch sieht. Wenn ich eine riesige, rote Kerze sehe und ich sehe, charttechnisch, es ist sehr bärisch, dann warte ich nicht, bis ich die 200% Verlust, die ich mir vielleicht vorher auf dem Plan dokumentiert habe, erreiche, sondern ich gehe früher raus. Warum soll ich denn zugucken, wenn die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass ich beim Zugucken noch mehr verliere? Ja, dann kann man natürlich schon vorzeitig rausgehen. Ja, und deshalb, es geht nicht immer nur um die Eröffnung, wie eröffne ich einen Trade oder um die richtige Wahl eines Underlines. Wenn die Marktsituation sich verändert, wird all das, was man zu Anfang hatte, einfach über Bord geschmissen. Und da sind wir auch bei dem nächsten Punkt. Es gibt ja hier die ganzen Rollpäpste. Das ist ja auch alles schön und gut. Ich roll ja, wie gesagt, am liebsten auf Gewinnern und nicht auf Verlierern. Da sind wir auch beim nächsten Punkt. Das ist die Akzeptanz des Verlustes. Wenn es da ist, ist es da, dann suche ich mir was anderes. Es ist jetzt hier genauso. Ich gehe jetzt mal kurz hier rein. Das ist jetzt hier die Liste unserer Club Trades. Und wie man sieht, da sind ja auch richtige Durchhänger bei. Ja. Das war hier ein Fehler. Das war hier ein Fehler von mir. Falsches Risikomanagement bei den 415 damals. Das war ein Bull-Put-Spread auf den SPY. Hier, das war jetzt, da bin ich rausgegangen mit 110%. 100% wollte ich rausgehen. Das waren 7 Tage Iron Condor auf den S&P 500. Da sage ich aber auch, komm, wenn jetzt beispielsweise im Nachhinein das so ausgesehen hätte, und das wird wahrscheinlich so sein, es hätte kein Verlierer sein müssen. Ich war trotzdem zu nah, in Anführungszeichen, an den Strike-Preisen meiner verkauften Optionen. Und da sage ich ganz ehrlich, ich will nicht mit einem Trade mir ganz viel versauen, weil wir sind hier in High-Probability-Trades, wir sind hier in Trades mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, dass es Gewinner werden. Aber diese Gewinner, die geben halt auch nur einen begrenzten Gewinn und der Verlust ist meistens recht hoch. Und wir wollen ja das hier, wir wollen so eine Treppe haben, dass wir nach oben kommen. Ja, das ist jetzt hier auf dem 30.000er-Tour. Deshalb ist das auch ganz wichtig. Und jetzt gehen wir nochmal zurück. Wir gehen nochmal zurück zum Markt. Ja, wir gehen jetzt nochmal zurück zum S&P 500. Ja, der ist jetzt hier auch gerade wieder leicht im Minus. Wie gesagt, heute ist ein terminvoller Tag. Nichtsdestotrotz, für uns sieht es alles ganz gut aus. Und was wir uns auch immer angucken, neben hier dieser charttechnischen Stimmung, so nenne ich es, gucken wir uns natürlich auch immer den Volatilitätsindex an. Und da sagen wir ja auch, das hat ja auch mein netter Kollege hier, der Pascal von Finance Coach mal erwähnt, mit dem VIX und den Volatilitäten etc. ganz, ganz wichtig. Und wir sehen hier, dass die Kurse aufwärts gerichtet sind. Aufwärts gerichtet heißt, die Preise werden mit den zukünftigen höher und das wird eine Contango sein und da sind wir noch gar nicht wirklich in einer panischen Phase beziehungsweise in einer panischen Stimmung. Das wird erst der Fall, wenn die nach oben springen und wir das hier haben, dann wäre es eine Backwardation. Ja, also das habe ich ja schon mal genannt, ganz wichtig. Und dann muss man natürlich auch überlegen, dann ob man beziehungsweise was man dann macht. Ich bin ja ein Freund des Hedgings beziehungsweise kein Freund des Hedgings als solches, sondern ich bin ein Freund früh genug in Anführungszeichen die Signale wahrzunehmen, um zu entscheiden, ob ich jetzt eine Absicherung treffe oder nicht. Und da muss man mal gucken.
Wenn es jetzt so ein Fall sein sollte, und das ist ja häufig der Fall, ach Mann, ich weiß gar nicht, was für Titel ich jetzt traden kann. Ja, das ist ja immer die Sache. Es gibt 100 Stück, man kann es mit ganz einfachen Kriterien auf Seiten wie Finviz, TradingView, Barchart, da gibt es ja ganz, ganz viele, kann man das machen. Ja. Aber man kann natürlich auch sagen, ich trade einfach auf den Index. Ja. Also ich trade jetzt einfach hier auf den S&P 500. Und auf den S&P 500 können wir wirklich viel traden. Ja. Also nicht nur, dass der S&P 500 selbst verschiedene Underlyings zur Verfügung stellt. Ja, wir brauchen jetzt nicht nur auf den ES, auf den Future Trading. Es gibt noch vieles anderes. Es gibt natürlich auch viele Strategien, wie man was machen kann. Ja. Und da bin ich jetzt hier auch schon direkt bei dem Punkt, ja, bei dem S&P 500. Ich habe jetzt hier den SPX, das ist die Indexoption. Wir sind hier auf der Seite von der CBOE, von der Chicagoer Börse. Und da sieht man hier auch schon, hier werden die Vorteile von SPX-Optionen erklärt. Und ich habe jetzt hier, bin ich aufs Factsheet gegangen, das ist hier. Und hier kann man sich das zum Beispiel mal anschauen, was es halt für Möglichkeiten gibt. Ja, es gibt hier beispielsweise die Index-Option auf den SPX, die gibt es aber auch als Weekly. Dann haben wir noch den Mini-SPX, das ist der XSP. Dann haben wir sogar noch hier Nanos S&P 500. Und last but not least, den kennen auch viele, das ist der ETF auf den S&P 500, der SPY oder SPY. Und hier sehen wir die Unterschiede und ich erkläre ganz kurz, warum ich gerne auf den SPX trade. By the way, es gibt ja noch den Future, ja, da kann man auch drauf traden. Also wenn ich auf den Future des S&P 500 trade, trade ich eigentlich immer auf den ES. Das ist der Mini-Future auf den S&P 500 ES. Ja, da kann man auch schön traden. Was man hier schon erkennen kann und was mir halt sehr gefällt, wir haben hier europäische und last but not least, bei dem ETF, bei dem SPY haben wir amerikanischen Ausübungsstil. Was heißt das? Ja, amerikanisch heißt, der Käufer einer Option kann in der kompletten Laufzeit der Option sein Recht ausüben. Bei der europäischen ist das nicht der Fall. Da kann er es nur am letzten Tag. Ja, das hat jetzt nichts Geografisches zu bedeuten, sondern es geht jetzt einfach nur darum, dass jetzt hier, wie gerade gesagt, die Ausübung der Rechte beziehungsweise die Pflichten bei dem amerikanischen der kompletten Laufzeit und bei der europäischen nur am Ende. Das ist natürlich schön. Des Weiteren, was sieht man hier noch? Man sieht hier das Settlement, ja, der Ausgleich. Hier findet bei den vier Erstgenannten findet ein Cash-Settlement statt, ein Barausgleich statt. Das heißt, hier kommt man nicht in die Pflicht als Verkäufer einer Put-Option beispielsweise, dass man hier Indizes ja, ins Depot sich liefern lässt, andienen lässt. Nee, das ist nicht der Fall. Die kann man halt nicht kaufen und verkaufen. Deshalb gibt es das nicht. Und deshalb ist hier Ausgleich auch nur bar, also nur ein Barausgleich, Cash Settlement. Und beim ETF wissen wir das ja. Wenn man da eine Put-Option beispielsweise verkauft, kommt ins Strike, hat der Käufer das Recht, uns die andienen zu lassen, also beziehungsweise uns zu liefern. Wir müssen uns die dann ins Depot holen. Ja, und deshalb fällt für mich das hier auch schon mal gerne weg, ja, also dass ich das hier als Vorteil sehe. Ein weiterer Vorteil ist für mich hier einfach noch etwas. Wir können auch nicht nur in den regulären Handelszeiten traden. Ja, das ist etwas, was sehr, sehr vorteilhaft ist. Hier sieht man es, hier hat man die Global Trading Hours. Ne? Das ist fast rund um die Uhr. Das ist ein mega Vorteil. Und last but not least, warum ich dann mich auch noch für die Weeklies entscheide, ist das Settlement Date. Ja? Wenn wir jetzt beispielsweise in die Pflicht kommen, wir sind jetzt im Geld, ja, das heißt, wir haben die Strikepreise der verkauften Optionen durchbrochen, dann ist ja immer die Frage, wie kommt es zur Bewertung? Ja? Bei den physischen Lieferungen kriegen wir sie auch physisch geliefert, bei einer Put oder bei einer Call müssen wir sie physisch abgeben. Bei denen ist es ja nicht der Fall, da geht es ja um Barausgleich. Also muss ausgerechnet werden, zu was für einem Kurs wird der Barausgleich stattfinden. Und da ist es ganz wichtig, dass man hier das am Ende des Börsen, am Schlusstag hat, ja, also diese Weeklies. Das ist ganz wichtig. Das heißt, nach Ende der Börse, ich glaube, der Wert wird um 22.15 Uhr dann genommen. Ja, jetzt nagelt mich nicht fest, ob das jetzt 22 oder 22.15 Uhr ist, aber so roundabout.
Dann nimmt man den Kurs und da wird dann der Barausgleich gemacht. Hier bei den Nicht-Weeklies ist es halt definitiv der Fall, dass es immer der Freitag ist. Ja, und da ist natürlich immer eine Zeitspanne dazwischen. Da kann was passieren. Da kann das, was man auf gut Deutsch dachte, es wäre erfolgreich, schnell zu einem teuren Misserfolg werden. Deshalb hier auch die SPX Weeklies. Jetzt gibt es natürlich die Möglichkeit, dass wir uns das jetzt hier auch mal angucken. Und das machen wir jetzt auch. Ich bin jetzt mal hier einfach eine Watchlist. Und ich habe ihn hier schon eingegeben, aber ich kann es hier nochmal zeigen. Wir gehen hier auf den SPX. Ja, dann kommt das Fenster und gehen wir hier auf Index. Wenn das bei euch nicht angeklickt ist, also dunkelgrau hinterlegt, dann habt ihr nicht die Berechtigung. Ja, dann müsst ihr euch die Handelsberechtigung holen. Dann gehen wir auf den Option Trader. Öffnet sich ein Fenster, aber am anderen Monitor. Und sehen. Thorsten? Ja? Ist das nicht immer grau hinterlegt, weil man den Index direkt nicht handeln kann, aber man kann es anklicken im Option Trader, weil so kenne ich das. Wenn du das jetzt hier reinnimmst, also ich war mal kurz, bin ich bei meinem anderen. Aber das ist ein sehr guter Hinweis. Wenn du jetzt hier nochmal, dann siehst du, hier ist es nicht grau hinterlegt. Dunkelgrau meine ich jetzt, ne? Ja, also so anders halt als Aktie oder so halt, ne? Ja, nicht so hell, genau. Genau. Ja, okay. Alles klar. Wollte ich nochmal ansprechen. Kann ja vielleicht sein, dass die Frage da irgendwie aufkommt oder so. Ja, nee, das ist gut, weil es wird viel durcheinander kommen, spätestens dann, wenn das nicht geht. Und dann fragt sich jeder auch, warum kann man nicht die Berechtigung? Das sind halt auch Fragen. Ich meine, da seid ihr ja auch Experte, Flo. Übrigens das noch etwas von wegen. Ne? Also ich bin ja jetzt hier auch bei FX Flat und ich kann auch nur sagen, solche Fragen, ja, die können hier auch beantwortet werden. Ich möchte jetzt nicht über andere reden, aber es ist halt einfach so, dass man sich natürlich auch immer wieder, wenn man solche Fragen hat, auch an den Experten wendet. Ja, also ich meine, man kann die ganze Zeit alles googeln oder man ruft bei FX Flat an, die sind 24 Stunden erreichbar und die antworten auch. Ja. Also das nochmal nebenan. So, jetzt bin ich hier und jetzt gucke ich mir an, ich bin hier in dem Option Trader. Ich bin jetzt hier in dem Option Trader, ist noch mein Paper Trading und hier kann man noch wöchentliche Quartalsweise anzeigen lassen. Ja. Und das hier mit dem W, das sind die Weeklies, das sind die, die ich traden möchte. Und hier sind die normalen, wo ich eben gesagt habe, da ist der Zeitpunkt für die Bewertung immer der Freitag und nicht der Börsenschlusskurs. Ja, das ist das, was ich hier formulieren wollte. Und hier, ne, Registeransicht, nicht Listenansicht. Ja, da sieht man das. Also hier, ne, Registeransicht habe ich dann. Und dann hat man halt hier die jeweiligen Tage. So, und was mache ich? Und ich habe da jetzt auch ein paar YouTube-Videos. Ich weiß, wir haben Anfänger, wir haben Fortgeschrittene, wir haben Experten. Da ist es natürlich immer schwer, alles unter einem Hut zu bringen. Dann ist es jetzt für mich so. Ich habe jetzt hier den SPX. Das ist das, was ich jetzt trade. Ich habe hier als Overlay habe ich die Bollinger-Bänder. Nochmal kurz erwähnt, was ist das obere und was das untere? Also was ist die obere und untere Linie? Das ist die zweite Standardabweichung. Wir erinnern uns, Standardabweichung, das sieht ja dann sozusagen so aus. Und in dieser Range, bei der zweiten Standardabweichung, ist die Wahrscheinlichkeit bei 95%, dass die Kurse dort abgebildet werden. Die erste Standardabweichung sind ungefähr 68%. Ja. Und das nehme ich mitunter für mein Trading. Ja. Also das heißt auf gut Deutsch, wenn ich jetzt hier traden würde, ich suche mir jetzt mal was aus, was ich gerne trade, das sind die 7 Tage. Ja, das heißt, ich trade auf den SPXW Weekly eine 7 Tage laufende Option. Und wie mache ich das? Der Tageschart, der ist für mich zu lang. Den nutze ich, wie gesagt, für 30 Tage fortfolgend. Dann gehe ich weiter runter und dann gehe ich jetzt hier auf halbe Stunde. Ich gehe jetzt Chart zurücksetzen. Und das Erste, was ich halt mache, ich lasse ein bisschen den Markt atmen. Ja, also ich gehe jetzt nicht direkt um 3:30 rein, sondern ich gucke mir das hier an. Und für mich wäre jetzt hier beispielsweise, wo sind wir jetzt? Das ist ja gar nicht heute. Wir sind jetzt, haben hier eine weiße Kerze, noch eine zweite weiße Kerze. Wir sind innerhalb der Bollinger Bänder. Wir sind aber unterhalb der EMA 20, was ja schon für mich per se eher bärisch ist. Aber ich habe hier keine rote Kerze. Also rote Kerze ist mein bärisches. Wenn ich hier jetzt nochmal gucke, da kann ich auch einen Short Close mir mal anzeigen lassen.
ist noch kein Short Close. Das heißt, ich bin jetzt hier in Anführungszeichen immer noch ein bisschen bärisch drin. Was ich als Indikator mit dazu nehme, das könnt ihr auch bei euch suchen. Das ist der ADX. Ich habe jetzt hier nur den Plus DI, Minus DI. Und da oben die rote Linie, das sind die Bären. Die grüne Linie, das sind die Bullen. Und da sieht man immer noch, die Bären sind noch dominant. Ich würde jetzt beispielsweise, weil ich noch eine weiße Kerze habe, würde ich jetzt hier in dem Fall einen Iron Condor öffnen. Ja, weil ich jetzt keine wirklich starken Signale für wirklich bärisch hier erkennen kann. Und auf der einen Seite und auf der anderen Seite, wir sind hier auch noch relativ nah an der Linie. Ja, je weiter wir weg sind, umso stärker ist der Trend. Wir sind näher dran. Das heißt, der Trend ist nicht so stark. Wir sehen auch hier, der Abstand der beiden ist nicht so groß. Da würde ich einen Iron Condor machen. Was heißt jetzt Iron Condor? Ich habe auf der Unterseite habe ich eine Put-Option. Auf der Oberseite habe ich eine Call-Option. Ja, das wäre jetzt ein Short Strangle. Kennt ja vielleicht der ein oder andere, ist ja auch sehr modern zurzeit. Sehr modern und immer gefährlich. Ist der Short Strangle. Aber wenn wir den ein bisschen absichern, hier oben mit einer gekauften Call und hier unten mit einer gekauften Put, dann wären wir jetzt hier bei einem Iron Condor. Hier oben haben wir Bear Call Spread und hier unten haben wir Bull Put Spread. Und die kann man jetzt eröffnen. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten. Jetzt kommen wir von der Chartanalyse, von der Idee zur Umsetzung. Ja, wie macht man das? Man kann es natürlich wie folgt machen. Man kann es als ein Trade, als ein Iron Condor eröffnen. Kann Probleme geben bei der Schließung, weil das halt eine komplexe Kombo ist. Das heißt, beim Schließen könnte es Schwierigkeiten werden, wenn ich jetzt beispielsweise da eine Stop-Limit oder eine Limit-Order eingebe, dass die nicht so schnell ausgeführt wird. Deshalb böte es sich eventuell auch an, das mit zwei Wegen zu machen. Das heißt, dass man auf der einen Seite den Bear-Call-Spread und auf der anderen Seite noch den Bull-Put-Spread als zwei Trades aufsetzt. Ja, das hat mit Kosten nichts zu tun. Es generiert die gleichen Gebühren, als wenn man das in einem Rutsch, in einem Iron Condor macht. Ja? Und der Vorteil ist jetzt hier, wie gesagt, dass ein Spread, ein einzelner Spread, einfacher zu schließen ist als ein Iron Condor. Ja, das muss man sich einfach dann überlegen. So, jetzt haben wir beispielsweise den Iron Condor eröffnet, machen wir auch gleich in der TWS. Ich möchte noch das hier zu Ende erzählen. Ja, wann gehe ich raus? Ja, hat vielleicht der ein oder andere auch gesehen, ich habe mich mit dem Expected Move beschäftigt. Expected Move, was heißt das? Das ist die erwartete Bewegung. Ja, und die erwartete Bewegung, die können wir leider jetzt hier nicht so sehen in der Trader Workstation, wie beispielsweise bei der amerikanischen Konkurrenz bei Tasty Trades, da ist es halt drin. Wir müssen uns aber mit dem, was wir haben, in Anführungszeichen zufrieden geben. Und da kann man es trotzdem machen. Und das ist ein ganz einfacher Weg. Ich gehe jetzt mal auf die 7 Tage und wir sehen hier unterschiedliche Blaufärbungen. Ja, also ein dunkleres Blau und ein helleres Blau. Und alles, was jetzt hier noch sozusagen am Rande des dunkleren Blaus ist, das ist sozusagen noch die erste Standardabweichung hier. Und wir sehen jetzt, wir haben jetzt 3950 und es hört hier auf bei 3840. Ja, das sind jetzt in dem Fall 110 Punkte. Dann würde ich jetzt für meinen Trade, wenn ich jetzt den Short Put berechnen müsste, 110 Punkte mal 2, weil ich will an der zweiten Standardabweichung ungefähr sein. Das sind dann 220. Und das heißt, auf der Unterseite der verkaufte Put wäre dann für mich bei 3730, wenn der noch was bringt. Ja, gucken wir uns mal an. Da sind wir bei 3730. Hier wären wir. Und dann sehen wir hier, zweite Standardabweichung. Ja, sagen viele, hättest du auch sofort so machen können. Nee, wichtig für mich ist einfach, weil ich auch weiß, ich kann diese erste Standardabweichung als Punkt nehmen, um den Trade zu rollen, ja, um den Trade zu verschieben. Das heißt auf gut Deutsch, wenn der Trade die erste Standardabweichung erreicht, Iron Condor, Bull Put Spread, Bear Call Spread, egal, ja, dann
werde ich das halt machen. Das kann man natürlich dann hier schön machen. Auf jeden Fall, jetzt haben wir hier Strategy Builder und wir gehen jetzt mal rein. Ich bin noch im simulierten hier 3730. Ja, das ist die verkaufte Option. Wir wollen uns ja absichern und dann guckt man halt, was man hier machen kann. Wenn man jetzt hier 20 Abweichungen macht, das wären jetzt in dem Fall 20 mal 100, sind 2000 US-Dollar, Worst-Case-Szenario. Und dann geht man hier rein. Ich würde jetzt den höchsten Kurs nehmen, guckt sich das an. Da sind wir 60 Dollar, die wir hierfür haben. Und die übermitteln wir jetzt einfach mal. Man sieht, es ist ein weiter Spread. Das wird jetzt hier nicht so passieren. Man kann es natürlich auch ein bisschen kleiner machen. Ich mache es jetzt mal. Mal gucken, ob er sich ausläuft. Das ist jetzt etwas, was ich empfehle, besonders für den Anfang. Man kann natürlich, und das ist auch ganz, ganz wichtig, man kann immer nach oben, weil jetzt kommen viele, oh, 50 Dollar und ich bezahle da auch noch, weiß ich nicht, Gebühren. Da sind ja noch 5 Dollar Gebühren um den Dreh dabei, da kriege ich ja gar nichts raus. Also, wenn ich jetzt theoretisch den Auslauf, den verfallen lasse und ich habe 45 Dollar verdient in einer Woche, ja, und ich mache das mal 4, dann bin ich bei 100, dann bin ich bei 180 Dollar. Ja, also bei dem einen. Also das möchte ich mal auch nochmal sagen. Ich bin jetzt auch kein Freund von wenig Geld verdienen. Ja, ich verdiene auch gerne mehr Geld. Nur wir reden jetzt auch darum, dass wir unser Vermögen stetig aufbauen. Und das ist ja nur eins von vielen Möglichkeiten. Ja, nicht festnageln, sondern von den eins von vielen. Und man kann es natürlich auch mehr anpassen. Nur wenn ich mehr anpasse, dann gucke ich mir auch mehr auf gut Deutsch den Markt an. Ja? Und deshalb für den Anfang finde ich diese Idee, finde ich wirklich gut. Und wenn wir das dann halt noch auf der Gegenseite aufmachen und haben sozusagen dann in Summe 70, 80 Dollar, ja, sind wir schon mal bei einer Sache, die nicht verkehrt ist. Lassen wir sie verfallen und 80 Dollar wären wir schon bei 320 Dollar, wenn wir jede Woche das einmal machen. Und alles ist erfolgreich, wären wir bei 320 Dollar, dann hätten wir bei unserem 30K-Depot schon unsere Zielrendite mit dem einen erreicht. Ja, jetzt muss ich mal gucken, von wegen kriegt man das jetzt hier. Ich mache das mal ein bisschen anders. Das ist jetzt leider das Problem hier auch beim Paper Trading. Ich gehe jetzt einfach ein bisschen höher. Ja, machen wir das jetzt mal bei 3,7 Strategy Builder, 3,47, 3,27. So. Storniert. Ah, ein bisschen Geduld muss man haben. Ich mache jetzt was ich sonst nie machen würde. Ich habe jetzt eine Market Order, aber Das dauert scheinbar. Ich mache das hier auch mal mit Market. Ne, wie sagt der Engländer, don't get me wrong, also nicht falsch verstehen, das ist jetzt nicht wirklich real. Das geht wirklich real schneller. Ich mache jetzt einfach mal hier den Verkauf dieser Option. Ja, mit einer Option. Das dürfte jetzt sofort gehen. So. Und jetzt haben wir sie hier halt drin. Und das, was ich jetzt hier eben zeigen wollte, es ist jetzt egal, ob das jetzt ein Bullput, ein Bear Call oder ein Iron Condor ist, die Systematik ist die gleiche, weil ich möchte jetzt in den letzten 12 Minuten noch mal kurz erklären, was für Orders man jetzt hier machen kann. Und da gibt es eine Möglichkeit, wir sind jetzt im Portfolio, hier ist es ja, da gibt es eine Möglichkeit, die man machen kann und das ist diese One Cancel Another Order. Und die möchte ich jetzt mal hier kurz vorstellen. Das Erste, was man macht, man geht hier drauf, dann passt man eine Spalte ein, ja, das ist wichtig jetzt, geht auf Order Attribute, ups, und geht dann hier auf, wo ist es jetzt?
Habe ich die schon hier drin? Ah, ich habe sie schon drin. Ja, dann mache ich das noch mal. Dann muss ich die löschen. Eine Sekunde. Ich zeige es jetzt noch mal. Ich hatte die schon drin, das habe ich nicht gefunden. Rechte Maustaste, Spalte einfügen, Order-Attribute und dann OCA-Gruppe für diese One-Cancel-Another-Gruppe. Rein. Haben wir jetzt drin. Ist jetzt egal, ob sie da steht oder da steht, das ist wurscht. Wir haben jetzt diese Sache und wir wollen jetzt Folgendes. Wir haben immer das Problem, wir wollen auf der einen Seite eine Order aufmachen für unseren Profit, wir wollen eine Order aufmachen für unseren Verlust und wir machen jetzt noch eine Order mit rein, ne, im Falle dessen, von wegen beides greift nicht, damit wir auch diesen doppelten Boden, dieses doppelte Netz haben. Wir gehen jetzt hier drauf, gehen dann auf Order Plus, dann öffnet sich ein Fensterchen. 10 Jahre später. Ja, wir haben, das dürfen wir nicht vergessen, wir haben verkauft. Das heißt, wir kaufen ja zurück. Und das Erste, was wir hier halt machen, wir machen zuerst eine Limit-Order. Und wir haben jetzt beispielsweise 228 verdient. Ich will jetzt bei der Hälfte rausgehen, also Take Profit. Und dann nehme ich die Hälfte von 230, sind dann 115. Doch, 115. Ist ja nicht nur heute, gute Cancel, ja, soll ja auch für die nächsten Tage, ganz wichtig. Und hier kommt was, hier müssen wir einen Namen vergeben. Ich nenne das jetzt einfach mal Put 01. Das ist egal. Wichtig ist, den Namen muss man sich sozusagen merken. Dann gehe ich hier auf Vorschau, ich gucke es mir nochmal an. Hier habe ich die Gruppe, Put 01, hier habe ich den Limitkurs und hier sieht man auch, wenn das hier erreicht wird, wird meine Margin wieder entlastet. Also diese nackte Option, die hat jetzt hier 30.000 Margin. Hier auf Übermitteln. Okay. Der nächste Punkt, den wir hier jetzt machen, ist die andere Order. Was ist denn, wenn wir mal einen Verlust machen? Gehen auf Order Plus. Gleiches Spiel. Ist ja auch kaufen. Und da nehme ich die Stop Limit. Für die Stop Limit. Der Stop-Kurs muss getriggert werden und dann wird er zu dem Limit ausgeführt. Ja, das ist jetzt der Plan. Wir haben gesagt, wir gehen jetzt mal mit 100% raus. 100%, das sind 228, 230 mal 2 sind dann 460. 460 können wir jetzt hier schon bei dem Limit eingeben. Ja, also bei 460, da gehen wir raus. Und der Stop-Kurs, der muss da drunter gesetzt werden. Ja, der muss zuerst kommen und dann das Limit. Das heißt, hier nehmen wir mal einen Abstand von 20. Auch hier, Goodwill Cancel. Und jetzt ganz wichtig, bei Verschiedenes wieder den gleichen Gruppennamen. Put 01. Ja, die hängen ja zusammen. Das ist jetzt das Wichtige daran, dass die halt alle sozusagen miteinander arbeiten. Wir gehen auf Vorschau. Wir sehen das hier alles, alles schön und gut. Stop-Kurs, Limit-Kurs. Ist jetzt auch drin. So, und jetzt habe ich gesagt, jetzt möchte ich noch etwas. Es kann ja sein bei Spreads, dass da was nicht greift. Ja, wir sind jetzt zwar bei einer nackten, aber wir stellen uns einfach vor, das wäre ein Spread. Und dann kann man noch eine Conditional Order dazu machen. Und das machen wir jetzt. Order Plus. Gehen hier drauf. Wir nehmen jetzt aber, und das machen halt auch wirklich, das machen auch die Profis. Mit diesem Snap Middle. Ja, das heißt, von wegen, wir haben einen Geld- und Briefkurs und bei einer Market Order kriegt man meistens sehr schlechte Preise. Man wird zwar auf jeden Fall ausgeführt, aber man kann jetzt hier sagen, ich will einen Geld-Briefkurs in der Mitte, beziehungsweise in der Mitte mit einem Versatz. Englisch Offset. Und da können wir jetzt einfach mal 0,50 dazu tragen. Goodwill Cancel. Jetzt würden wir normalerweise hier bei Verschiedenes reingehen, aber wir gehen zuerst hier bei Bedingungen. Und wir sagen, wir knüpfen das an das Underlying. Ja, das heißt, wir wollen jetzt das Underlying mit berücksichtigen, den Kurs. Gehen hier drauf, gehen auf Weiter, nehmen den SPX. Ups, sorry. Ah, den SPX. Ja. So, und jetzt gucken wir nochmal. 3740, da soll es ja nicht hingehen. Ich will früher raus. Und dann sage ich mir, wenn ich jetzt ein Regelwerk habe, ich möchte vielleicht schon, wenn der Kurs unter 3.760 geht, dann möchte ich raus.
Das ist meine Bedingung. Wenn der SPX kleiner als 3760 ist, dann wird diese Snap Middle Order da ausgelöst, ausgeübt. So, was fehlt noch? Ganz wichtig, die Gruppe. Vorschau. Gucken wir. Standard Price of SPX on CBOE is less than or equal to 3760. Alles gut. Ja, also das ist dann ja gut. Und schon habe ich jetzt eine Order mit einem doppelten Netz. Ja, also das ist etwas, was ich auch mache für meine Bull-Put-Spreads und Bear-Call-Spreads. Generell empfehle ich es, diese Trades, wie gerade eben aufgezeigt, das, was wir hier auch haben, die einzeln aufzusetzen, wenn man Iron Condor macht. Und wenn man kein Iron Condor macht, ich bin eher ein Freund, sich erstmal für eine Seite beispielsweise zu entscheiden und dann später, wenn der Markt vielleicht dreht, die andere Seite zu traden. Und das ist nicht schwer. Es ist einfach eine Frage, zunächst das Basiswissen sich anzueignen und dann zu traden. Und das ist etwas, was wir jetzt hier im Club machen. Und da möchte ich jetzt auch am Ende nochmal was Wichtiges sagen. Wo sind wir hier? Hier sind wir. Der Club ist in Anführungszeichen exklusiv. Exklusiv heißt jetzt was? Exklusiv heißt, es geht nur eine bestimmte Menge an Leute rein. Und es sagt jeder, ah, diese typischen Verkaufstaktiken mit Mangel. Nein, darum geht es nicht. Wir haben hier einen persönlichen Club. Ich bitte auch immer ein Erstgespräch mit mir persönlich. Wir sind sehr, sehr persönlich bei uns. Wir tauschen uns persönlich aus. Wir treffen uns. Jeder weiß, der jetzt auch bei dem Sommermeeting dabei war. Ich glaube, ich hatte alle Namen präsent. Ja, also das geht mir schon darum, dass man miteinander wächst, miteinander die Sachen macht und uns auch austauscht. Ja, das ist jetzt nicht mal hü, mal hot, mal rein, mal raus. Und das ist auch der Grund, warum der Kurs bzw. der Club ein Jahr Laufzeit hat. Wir wollen zusammen wachsen. Wir wollen aus die Beginner, wollen wir Mittelstufe, Mittelstufe fortgeschritten, fortgeschritten Experten machen. Das ist das Ziel und unser Ziel ist halt, gemeinsam ein Konto aufbauen mit einem überschaubaren Drawdown. Und all jene, die jetzt hier über FX Flat das Konto eröffnen, die werden definitiv angenommen. Das ist echt eine Ausnahme. Punkt 1. Punkt 2. Wir haben hier auch noch extra 2 Monate verlängerte Clubmitgliedschaft. Und ich kann auch jeder, der jetzt hier zuhört, der weiß ja wahrscheinlich auch schon einzuschätzen, wie FX Flat tickt. Und ich kann es hier nur bestätigen, macht das, kommt in den Club und tradet mit mir zusammen diese Dinge, von wegen, die wir jetzt hier aufgezeigt haben. Ja. Von meiner Seite war es das jetzt erstmal. Hast du die Fragen einmal im Blick? Weil es sind zwischendurch immer wieder sehr viele Sachen reingekommen, aber du bist so im Flow gewesen. Ich konnte dich kaum irgendwie zwischendurch greifen. Am besten klappst du die Fragen auf und schaust du das einmal durch. Ich glaube, das wäre am sinnvollsten. Wahrscheinlich. So, ich sehe hier. Boah, das ist aber auch für mich hier ein bisschen, wo kann ich die Fragen denn komplett aufklappen? Du musst das Fenster weiter runterziehen einfach. Also dieses Fragenfenster, du kannst es da rausziehen per Drag and Drop aus diesem Panel. Einfach mit auf Fragen gedrückte Maustaste und dann so rausziehen. Und dann kannst du es größer machen, das Fenster. Wechsel hin? Oh ja. Ich habe es. Sehr gut. So, habe ich. Da sind ja ein paar Fragen dabei. Genau. Bestes Bildton. Aus welchen 5 Indikatoren besteht der O4W-Best-Indikator? Das ist der RSI, der stochastische Oszillator, der MACD, der plus DI, minus DI, die ich gerade aufgezeigt habe. Das sind die 4 Indikatoren für die Kerzen. Was ist die Cushion bzw. Unterschied zwischen Margin und Cushion? Ja, Cushion ist sozusagen das, was du noch an Polster hast, das, was noch nicht ausgelastet ist. Ja, und die Margin ist das, was ausgelastet ist. Wie kommt die Kennzeichnung Open bei den jeweiligen Bullen-Bärenbewegungen? Und wie genau kann man weiße Kerzen einstellen? Ja, du kannst das wahrscheinlich nicht einstellen. Das geht leider nur über den Indikator, den ich hier programmiert habe. Ja, also das kann man leider nicht so machen. Bis wohin sollte die Cushion maximal fallen?
Kuschen fallen. Ich habe ja gerade gesagt, die Margenauslastung 40%, größer würde ich nicht gehen. Kann man dauerhaft 2 bis 3% im Monat im Optionshandel verdienen? Ja, kann man. Kann Thorsten heute einen Live-Trade machen? Heute würde ich bei dem S&P 500 erstmal ein bisschen aufpassen, also heute nicht, weil der Jerome Powell heute spricht. Und wie man auch gesehen hat, ich glaube, die Kerze ist gerade ein bisschen weit runtergegangen. Also jetzt sind wir auch zeitlich sehr an der Grenze bei 16:30 Uhr. Wie findet bzw. screent man High-Profitability-Trades? Ja, High-Profitability-Trades heißt ja nichts anderes. Das sind meistens die Stillhaltergeschäfte, wo man eine sehr hohe Trefferquote hat. Ja, das heißt, wenn du weit weg vom Geld bist, ist es meistens schon High-Profitability-Trades. Wie sichert man sein Optionsdepot einfach und gut ab? Ja, einfach und gut, das ist immer die Frage. Also einfach kann man es machen, indem man eine Option kauft, eine Put-Option. Aber das ist natürlich die Frage, wie hoch die Vola ist und wie sich der Markt bewegt. Also ganz einfach ist das nicht. Was sind die Lieblingsstrategien im Optionshandel von Thorsten? Also ich habe eine ganz große Anzahl von Strategien. Ich bin ja auch leidenschaftlicher Trader von Optionen auf Rohstofffutures. Da gibt es vieles. Gerne Video gucken. Was heißt EMA 20? Das habe ich eben erklärt. EMA 20 ist Exponential Moving Average, der exponentielle gleitende gewichtete Durchschnitt der letzten 20 Kerzen. Wenn der Tag eingestellt ist, sind das 20 Tage. Rausgehend macht man das immer manuell, dann kann man das auch als Order definieren. Habe ich gerade gezeigt, kann man auch als Order machen, obwohl das bei weniger liquiden Werten hochgradig gefährlich sein kann. Ich bin jetzt eher von diesem gedanklichen Stop-Loss als von dem automatischen. Bei dem SPX mache ich es aber auch automatisch. Wie sieht man die erste Standardabweichung in der Optionskette? Habe ich auch gerade eben gesagt, das ist blau hinterlegt. Ja, also das kann man dann auch gucken. Und last but not least, gibt es die Möglichkeit, Options Trade mit dem Brokerkonto zu verbinden? Und damit, nein, das gibt es nicht. So, ich habe die Fragen beantwortet. Darunter sind noch zwei Ach. von Okay. 1626 und 1628 noch. Und dann Was hast du heißt den heißen Stop-Limit und Stuhl. Kilo? Wurde bei der Order von Thorsten 020 Unterschied zwischen Limit und Stop-Limit-Order gesetzt? Ja, ich habe ja eben gesagt, bei Stop-Limit, da habe ich da ist ein Stop-Order und ein Limit drin. Ja, und das ist der Grund. Und bei der Take-Profit-Order reicht mir eine Limit-Order. Der Kurs hat mir persönlich wenig gebracht, viel zu schnelle Kursaufführung und zu viel Vorwissen erwartet. Ja, das tut mir natürlich leid. Dazu gibt es aber tatsächlich, das Ganze hier ist eine Webinar mit einer Webinarreihe gestartet, mit dem Thorsten zusammen. Und wir haben auf YouTube drei Einführungswebinare für den Optionshandel gemacht, um das ganze Thema ein bisschen, ich sag mal, von vorne auf aufzurollen. Und diese Praxiswebinare hier dienen wirklich dazu, das, was man aus den Einführungswebinaren gelernt hat und mitgenommen hat, auch umzusetzen. Na, deshalb mag es sein, dass das Webinar jetzt vielleicht ein bisschen für jemanden, der das als Einstieg sieht, ein bisschen mehr sein könnte als das, was man erwartet hat. Deshalb mein Rat einfach, FX Flat YouTube-Kanal sich einmal anschauen. Der Thorsten hat eine eigene Playlist Options for Winners bei FX Flat und da am besten einmal von vorne die drei Einführungswebinare schauen. Ja, das würde dazu auf jeden Fall gut Ja, passen, und denke ich mal. genau. Ja, also ich habe es ja eben auch gesagt, man kann es nicht jedem und immer recht machen. Ja, so ist es einfach. Es ist jetzt hier kein Anfänger-Optionskurs. Ich muss natürlich auch auf all jene Rücksicht nehmen, die schon die Vorwebinare auch gesehen haben. Ja, dass wir dahin gehen, ja, dass wir dahin kommen. Ja, und nächste Mal, da gehen wir halt auch wieder weiter rein. Ja, also das ist jetzt schon so, wie der Flo das auch gerade gesagt hat. Wäre super, wenn du dir vielleicht die Mühe noch machst, die ein oder anderen Webinare für den Anfang dir anzuschauen. Genau. Okay, gut, dann Thorsten, hast du den heißen Stuhl gemeistert mit Bravour. Super. Ja, jetzt hier am Ende. Dann sage ich danke an dich für das tolle Webinar mal wieder. Ja, macht immer Spaß mit dir. Du bist so mit Euphorie dahinter, hinter dem Thema. Von daher, großen Dank an dich. Vielen Dank an die Teilnehmer. Super Fragen. Schön viele Fragen reingehauen. Und wie gesagt, jetzt kommt nochmal die vorgegebenen Webinare. Einfach bei FX Flat. Auf dem, beziehungsweise einfach auf YouTube gehen, youtube.com und in die Suchzeile FX Flat eingeben, dann auf den Kanal klicken und da gibt es eine Playlist auf unserem Kanal Options for Winners bei FX Flat und da sind alle Webinare mit dem Thorsten zusammen drin.
Ja, können Sie sich anschauen, genauso wie das. Das wird sehr wahrscheinlich morgen online kommen auf YouTube. Und dann können Sie sich da weitere Videos noch anschauen und das hier vielleicht auch nochmal sehen. Bisschen langsamer vielleicht. Gut, Vielleicht dann sage ich, super. schönen Abend an Dankeschön. alle, schönen Abend an dich. Passen Sie auf Danke. sich auf, bleiben Sie gesund und wie immer Optionen im Auge behalten. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.